Wir haben zwei Ereignisse, die wir an diesem Tag feiern. Zum einen 40 Jahre Maschinenbau und was ganz wichtig auch für uns ist, ist die Erweiterung unserer Gebäude zu den Lehrstühlen. Das heißt, wir weihen heute das neue Lehrstuhlgebäude für den LKT ein. Seit 2004 firmiert das heutige Department auch als Institut für Maschinenbau und zählt zu einem der erfolgreichsten Departments, nicht nur unserer technischen Fakultät, sondern auch unserer gesamten Universität. Der Maschinenbau, das ist unsere Perle an der FAU. Es ist kein zweites Department so drittmittelstark mit so vielen Studierenden. Also wir sind sehr froh, dass wir damals 1982 diesen Weg eingeschlagen haben und heute ein solch leistungsfähiges Department in unseren Reihen haben. Wir haben reagiert und das Technikum des Lehrstuhls für Kunststofftechnik haben wir letztlich kernsaniert und es fit für die Zukunft machen lassen. Die Gebäudeinfrastruktur, sie bildet zwar nur einen Rahmen, aber sie ist die Basis, damit wir überhaupt die Gerätschaften, die Apparaturen, die Forschungsanlagen, auf denen wir arbeiten, damit die in Betrieb gehen können. Und damit haben wir heute die Weichen gestellt, wirklich auch in der Zukunft weiter handlungsfähig zu sein. Und ein solches Gebäude ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Vor ziemlich genau 100 Jahren haben wir erst einmal verstanden, was Kunststoffe überhaupt sind. Hermann Staudinger, 1920 in erster Publikation, er hat erstmals aufgezeigt, dass Kunststoffe makromolekulare Werkstoffe sind. Dass er heute kostengünstig in Produkten, in vielen Produkten vorhanden ist, verdanken wir im Wesentlichen ganz neuen Fertigungsverfahren, die es so in Metall aus dem Keramischen heraus nicht gab und eine unglaubliche Erfolgsgeschichte hingelegt haben. Kunststoffe, meine Damen und Herren, gehören selbstverständlich nicht in die Umwelt. Kunststoffe gehören in geschlossene Kreisläufe und die müssen entwickelt werden. Am Bayerisches Polymerinstitut machen wir Oberflächenfunktionalisierung polymerer Werkstoffe. Genau die Oberflächen sind für die Reaktion auf Umwelt verantwortlich. Zum Beispiel die Oberflächen oder Grenzflächen bekommen ein Signal aus der Umgebung und sollen so antworten, dass wir die richtige Funktion der Materialien haben können. Ja, wir haben seit vielen Jahren schon Studiengänge wie Maschinenbau, wie Mechatronik, wie Wirtschaftsingenieurwesen, die auch sehr gut nachgefragt werden von unseren Studierenden. Und aufgrund der aktuellen Thematik Energiewende, Klimaschutz und jetzt ganz aktuell der Mangel an fossilen Brennstoffen, deswegen führen wir jetzt zu diesem Wintersemester den Studiengang Elektromobilität ein. Wir bauen jetzt in diesem Jahr unser zweites Elektroauto und für unser Elektroauto brauchen wir ein Planetengetriebe, um die Besetzung vom Elektromotor auf die Straße zu bringen. Und das ist jetzt sozusagen unser Prototyp, wo wir das Ganze mal 3D gedruckt haben, um zu schauen, wie das platztechnisch untergebracht werden kann. Ja, besonders interessiert mich daran, das Gelernte aus dem Studium in der Praxis umzusetzen. Das heißt, das, was ich irgendwann in der KÜ mal gelernt habe, das Konstruieren und sowas, das tatsächlich mal in echten Bauteilen hier noch gebaut werden, umzusetzen und dann vor allen Dingen auch im Kompetitiv gegen andere Unis zu beweisen, was man kann.